Luca? Jetzt fangen wir an, danke! Angenehm, ja, zum sagen. Jetzt halt mal dein Maul! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich geht es weiter an unserem Bonnie Mofa Auto Projekt. Und heute ist ein besonderer Tag. What is in the box? What's in the box? Ein Lüftfahrwerk, meine Freunde. Endlich ist es soweit. Ich kann hier mein Wissen mal anbringen. Ich habe mich durchgerungen und zwar werden wir ein Lüftfahrwerk in unser Mofa-Auto einbauen. Schau dir das mal an, Kollege. Habe ich alles schon besorgt. Ist natürlich nichts Plug and Play. Das sind alles Universal-Dämpfer zum Beispiel. Mit denen hier hat man unter anderem früher die Vorderachsen bei VW Käferntiefern gelegt. Denn da gibt es auch nichts von der Stange. Und ja, ich dachte, das wäre doch ideal, wenn wir auch unser Mofa-Auto so ein bisschen umbauen, dass diese Universal-Luftdämpfer in diesen Wagen passen. Plus die passenden Leitungen und ein paar Fittinge sind schon da. Ist noch nicht ganz alles, aber ich denke, am Ende liegt das Ding am Boden. Wenn Elias es schafft, die Halterung so umzubauen, dass wir das hier überhaupt montieren können. Aber das ist so lang, oder? Das ist nicht nullbar. Ich sehe dich immer nur nullbar. Das ist nicht nullbar. Eibe, das ist nicht nullbar. Also irgendwo. Wir müssten jetzt einmal Luft reinpumpen, das Balk hier drin. Und das scheiß Intro fertig. Seid gespannt. Los geht's. Marvin. Mit dem unendlichen Wissen. Wie funktioniert denn jetzt da? Also das, was du hier siehst, das hier ist der Luftbalk. Der ist halt jetzt noch zusammengepresst, quasi keine Luft drin. Wir müssen jetzt einmal hier Luft reingeben, dass es sich das erste Mal aufplustert. Und später, wenn dann der Wagen quasi das Gewicht oben drauf ist, dann fährt der Dämpfer ein und die Luft entweicht. Aber da blieb außer denn? Genau, das wird nicht dicker wie der obere Teil des Dämpfers. Deswegen habe ich mich für diese Art Dämpfer entschieden. Wir haben ja wenig Platz und es gibt ja auch Bälge, Luftbälge, die sind so groß. Ich kann es nur vor Fassen lauten. Das brauchst du für irgendwelche dicken Ami-Schlitten. Wenn du so einen dicken V8-Motor hast, der halt schwer ist. Aber wir haben hier kein Gewicht. Da reichen die ohne Probleme aus. Die sind eher schon, also da kannst du drei Autos hochheben damit. Ja. Aber es wird funktionieren. Ich bin guter Dinge, Leute. Heute fangen wir den Umbau an. Siehst du? Seht ihr sie? Was? Drück ihn mal rein. Ich fass ihn an. Das cool ist wie auch hier. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das Ding funktioniert. Geil. Das alles jetzt noch im Wagen wäre ein Traum. Jo, nehmen wir mal alles ausbauen, oder? Ich würde sagen, ganzes Ding raus. Einmal nachmessen, wie wo was passen könnte. Aufnahmen ist auch ein Thema. Wir müssen wahrscheinlich, damit die Augen vom Dämpfer irgendwie hier montiert werden können, alles modifizieren. Mudi! Aber dafür haben wir ein Schweißgerät und einen motivierten Elias. Er ist ein toller Kerl. Boah, der klingt voll gut, Alter. Schraubers Nummer Unos. Boah, riech mal. Das ist mein neues Parfüm, Digga. Breu hat übrigens die Bremse neu gemacht. Da hat unser lieber Kollege der Breu, unser Crosshobelfahrer, ihr kennt ihn vielleicht noch, hat sich hier erbarmt und hat sich mal Nachmittag hingestellt. Und ich denke, das war absolut easy work für ihn. Und er macht das super gern. Hilft uns immer wieder gern weiter, denke ich. Kannst du mal noch kurz die Bremsen nachschauen? Ist ganz eine kurze Sache. Alles verhunzt an dieser Scheisse. Da weisst du nicht, ist es Velo, ist es Auto, ist es Töffli. Kein Mensch weiss etwas. Denn die Lüfternippel ist irgendein alter Schmiernippel, den sie mal reingewürgt haben. Die Bremsleitung ist aussen zu dick für Velo, innen aber zu dünn. Musst du dir mal vorstellen, meine Tochter hat grössere Bremse an ihrem scheiß Velo wie an dem huren Auto. Du ziehst Rädchen nach innen. Wie kann man so doof sein? Wenn du da Bremse drückst, du hast gar keine Bremse. Du hast nie einen Sattel, sondern du ziehst ihn auch das Rad hinterher. Der Vorteil ist, wenn du irgendwo schmal durch musst, kannst du die Bremse drücken, wird das Auto schmäler. Weil es die Uhr Gewinde nicht gibt, musste ich selber Schrauben ausdrehen, dass man das eigentlich wenigstens irgendwie anschrauben kann. Nachher, das Velomaterial ist zu gross, echt. Und dann muss ich am Boden unten arbeiten, was bin ich? Das heisst, die Bremsen funktionieren jetzt auch wieder. War wichtig, dass wir das, bevor wir alles zerlegen, regeln konnten. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Breu meinte, war mega easy und hat sich gefreut, dass er uns hier helfen konnte. Das will er. Wie hat er das denn hier reingemacht? Was denn los? Ja, wie hat er denn hier den Schlauch reingemacht, Digga? Ja, okay, ich wollte nicht einfach nur reißen. So geht's. Und jetzt müssen wir den hier noch lösen. Okay. Gott, Bremsflüssigkeit stinkt so erbärmlich. Von... Ah. Wow. Oh, wow. Ich halte das mal. Toll. Ja. Toll. Schrauben drehen. Den noch Schlitz. Ich könnte jetzt was sagen. Spurtenfall. Ja, aber klar, Digga. Lass mich noch mal hinlegen. Ist gar unbedingt so. Ach, ein Verstehrer, Roger! Du armer Roger! Nicht so wackeln, Digga, der Wagen fällt gleich runter.
Aktuell sind hier unsere beiden Streben verschraubt. Damit ist der Weg sehr lang bis zur Narbe. Und wenn wir ihn jetzt tiefer legen wollen, geht die Narbe hier nach oben. Das heißt, wir stoßen hier an der Reserveradmulde an und haben generell einen sehr langen Hebel. Wir versuchen, diesen Weg hier zu verkürzen, indem wir die Aufnahmen hier hinbauen. Das heißt, wenn hier unsere Achse verschraubt wird, haben wir nur einen sehr kurzen Weg und wir kommen bis ganz nach oben. Das heißt, wir müssen jetzt messen, wie viel müssen diese beiden Streben von dem Dreieck, wo ihr gerade gesehen habt, gekürzt werden, um dann eine neue Halterung hier hinzubauen, um dann wieder alles zu verbauen und hoffentlich das Ding am Boden zu bringen. Zumindest hinten. Vorne ist nochmal ein anderes Thema. 28. Gut. Gutes Stück kürzer, Digga. Ja. Also Marvin, Plan startet, oder? Machen wir genau so. Wir kürzen das jetzt mal. Schneiden wir es ab. Schweißen das Auge weiter vorne ran. Testen das mal, ob das von der Länge passt. Wenn ja, machen wir dasselbe mit der anderen Seite. Dann bauen wir unsere Unterkonstruktion, dass wir das auch immer wieder verschrauben können. Und das ist sehr viel Arbeit. Wir fangen am besten gerade an. Hier sieht man jetzt ganz gut den Vergleich. Original hinten rechts und hier schon bearbeitet hinten links. Gut gekürzt, aber nach wie vor brauchbar hoffentlich. Da ist er original schon mal gebrochen. Also ist gar nicht so verkehrt, dass wir also das jetzt hier da, machen. Guck mal da, das ist ein ganzes Rohr, was du wegsteckst. Oh ja, stimmt. Krass. Dieses Teil wird jetzt genau gleich wie unser bereits bearbeitetes Teil noch umgebaut. Und dann überlegen wir uns was für die Halterung. Ist das ein Plan? Jo. Soll ich flexen? Jo. Dann mache ich das. Mit einem Dollar-Tipp. Ihr seht es hier, wurde mal ein größeres Rohr drüber gestülpt. Ich würde sagen, das lassen wir einfach so. Mehr Stabilität. Jetzt, wo unsere beiden Achsumbauten vollbracht sind, ich habe Bounty im Hals. Also jetzt, wo wir die Achsumbauten gemacht haben, kümmern wir uns noch um das Rechteck, den ganz verschweißten Rahmen. Ich misse jetzt das mal, der Marvin stirbt hoffentlich während dem nicht und dann gibt es noch mehr Schweiß-Action. Hängt ein Stück Schucki im Hals. So, als nächstes bauen wir unsere Halterung. Das ist eine Art Quadrat. Richtig. Sag ich doch. Was ist der Unterschied? Egal. Also, das bauen wir dann hier drauf. Ihr seht es, wir haben jetzt einfach mal als Hilfe diese Gewindestange genommen. Das natürlich nur, damit wir es gerade anschweißen konnten. Langfristig bauen wir jetzt quasi eine eigene Halterung. Mit diesem Vierkantrohr. Elias hat das im Griff, weiß, wie das läuft und deswegen darf er das auch machen. Und der ist ein toller Kerl. Ich hole ihn schon mal raus. Das hörst du öfters, ne? Oh. Es gibt auch eine Hörnermassage, aber da darf die Kamera nicht laufen. Damit ist mal den Rahmen provisorisch reingehängt. Ursprünglich waren wir hier an der Aufnahme schon mit unseren Achsteilen. Jetzt sind wir an der Aufnahme mit unserem Rohrrahmen und versuchen jetzt an diesen Rohrrahmen neue Aufnahmen für diese Lager hier zu schaffen. Elias hat schon mal probeweise draufgelegt. Da ungefähr soll das dann verschraubt werden. Oh, wir müssen weiter raus, wenn du ganz hoch willst. Ja, wirklich schon so. Jetzt gehen wir hoch. Ja, jetzt kommst du bis hoch. So wie können wir nicht auf. Ja, aber geil. Eben, und jetzt haben wir den Weg hier enorm verkürzt und
haben hier freigängig. Sollen wir schauen, wo ist Null Sturz? Das ist so, oder? Ja, ungefähr, ja. So. So. Digga, und wie? Und wie? Ist das ganz oben schon? So wird er schleifen, ne? Aber, so sind wir. Uiuiui. Vielleicht geht das sogar mit den Reifen. Wir können sogar noch ein bisschen raus. Komm mal ein bisschen raus. Ja, aber da. So wäre noch drüllen. Hier ist jetzt unsere Unterkonstruktion. Markiert, wo die Achsaufnahmen sein werden. Was wir jetzt machen wollen ist, aus diesen Blöcken schneiden wir uns jetzt mit der Flex Winkel. Diese Winkel werden dann hier angeschweißt. So, ne? Ich hebe mal hier einmal hin. So verschrauben wir dann unsere Achse. So kann die dann schön nach oben und nach unten wandern, wie ihr das gerade simuliert. Ich bin der Dämpfer. Und dann verbauen wir das alles und legen den Wagen mal ab. Denn solange kein Dämpfer drin ist, mit dieser Konstruktion, haben wir nichts mehr im Weg und das Ding kann quasi bis zum Anschlag nach oben, das Rad. Dann sehen wir, was ist maximal an Tiefe möglich und was müssen wir dann bauen, oben auch noch als Aufnahme. Sehen wir, wie fest will man das ganze Ding auseinander. Damit der Dämpfer, den wir uns gekauft haben, von der Länge dann auch auf 0 Bar das packt, dass er nicht zu lang ist quasi auf 0 Bar. Das finden wir erst, was man alles verbaut ist, deswegen wir machen uns jetzt ran, schweißen ein bisschen, flexen ein bisschen und dann am Ende vom Video sehen wir das Ding auf 0 Bar. 0 Bar quasi. Kein Dämpfer drin, also tiefster Punkt. Anschlag. Auf Anschlag, genau. Wir fangen mal an. Willkommen zurück. Wir waren jetzt noch mal 2 Stündchen richtig fleißig und ich glaube, der erste Schritt ist getan, Elias. Gut klappt alles mit dem Rahmen aufhängig. Sehen wir jetzt auch, wie es mal ausgesehen sollte. Bis jetzt sind noch keine Dämpfer verbaut. Das heißt, wir haben jetzt einfach mal nur die Räder drauf und ohne Dämpfer abgelassen, um zu gucken, was haben wir jetzt an maximalem Platz geschaffen, um diesen Wagen tiefer zu legen. Und ich würde mal behaupten. Ja, man geht mal weg, oder? Get low, get Digga, low. Das ist so tief geworden. Also wir haben ihn jetzt extra auf die Paletten gestellt. Das heißt, die Paletten sind dann quasi der Boden, die Straße. Elias, setz dich mal rein. Digga. Yo. Kannst du einfach mit der Hand angehen. Wenn der Motor mal nicht läuft. Wenn der Motor mal nicht läuft. Maximale Tiefe an der Hinterachse sowie an der Vorderachse. Nicht vergessen, es sind noch keine Dämpfer drin. Das heißt, weder Luftfahrwerksdämpfer noch unsere alten Federn sind verbaut. Das heißt, wir sind jetzt komplett ohne Dämpfer. Aber durch die neue Hinterachse haben wir jetzt eben die Möglichkeit, dass diese Achse komplett in den Sturz geht und eben so versenkt. Vorne war es eigentlich ganz easy. Vorne haben wir nur den Dämpfer raus, fertig. Da ist Platz ohne Ende. Jetzt ist der nächste Schritt, Aufnahmen bauen für unsere Airride-Dämpfer, damit wir das Ding auch wieder hochkriegen. Weil tief ist schon mal geil. Jetzt müssen wir noch Luft haben. So ist parkiert sozusagen. Ja, genau. Fahrhöhe wird schwer, also rollen tut er nicht. Keine Chance. Im nächsten Video kümmern wir uns darum, die Aufnahmen zu bauen bzw. etwas zu schweißen, damit wir unsere Airride-Dämpfer verschrauben können. Dann können wir auch schon das erste Mal vielleicht ein bisschen hoch und runter pumpen. Als Finale gibt es dann natürlich das ganze Lufterzeugungskit, die ganzen Druckanzeigen und alles auch irgendwie so, dass man es cool beim Fahren noch steuern kann. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem Airride-Umbau. Ich komme mal hoch, sonst sehe ich so klein aus. Sind wir dann eigentlich schon fast durch. Denkst du, das wird was? Ich denke schon, ja. Warst du erst ein bisschen skeptisch? Ja, ja. Aber ich habe echt alles GFK, aber ich glaube, es gibt nur 2, 3 Knackpunkte, aber so wie es jetzt gelaufen ist, lösen wir die easy. Sehr schön, das wollte ich hören. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt diesen Channel abonnieren. Airride-Umbau geht in die nächste Runde. Wir sind noch lange nicht fertig. Auch der Lack und alles andere wird natürlich noch geändert. Step Seht ihr alles auf dem Channel, also nicht vergessen, abonnieren. Wir sehen uns nächstes Mal im Video. Bis dahin, macht es gut und ciao. Ciao. Ich fahre mit dem heute heim. Ah, scheiße, geht noch nicht. Stoße. Ciao.